Einige von euch werden das Format von dem Hauptkanal hier noch kennen, das gibt es immer noch, nur mittlerweile eben auf dem Nebenkanal und um den ein bisschen zu pushen, mache ich das Video heute ausnahmsweise mal wieder auf dem Hauptkanal. Checkt also mal meinen Nebenkanal Vollsuff ab, Link ist in der Beschreibung, da gibt es wie gesagt dieses Format hier, eure Kommentare und außerdem gibt es auch sowas wie Predictions, da versuche ich, wie der Name schon sagt, für den nächsten Bundesligaspieltag zu erraten, wer gewinnt. Jetzt fangen wir aber ohne weitere Umschweife mit den Kommentaren und da geht's los mit Andres Garcia. Me encantan estos resumene y eso que no habló al man. F for me, BVB. Reise Gruppe SUFF. Excuse me, what the fuck? Aber natürlich gab's auch eine Antwort. Deberías aprender alemán. Soy de Alemania y aprendo español. Me encanta. Die Antwort war übrigens von Maximilian Scherer. Also da hat jemand im Spanischunterricht sehr gut aufgepasst. Theo YouTube-Kritiker fragt, was dieses Wolfsburg ist, weil es so oft erwähnt wird und IXD glaubt, dass es ein Instrument ist. Ist denn Wolfsburg auch ein Instrument? Nein, Patrick, Wolfsburg ist kein Instrument. Volkswagen ist auch kein Instrument. Und damit wäre diese Frage hier auch schon beantwortet. Wer wird deutscher Meister? BVB Borussia. Fragen sich, ob die Geschichte wahr ist. Ich muss Sie enttäuschen, Sie liegen daneben. Sie ist frei erfunden. Immerhin kann keiner sagen, dass ich die Fanbrille auf hätte. Ich meine, da steht ganz klar Boom Pow drauf. Dominik 2705 sagt, dass der BVB aber immerhin den Supercup gewonnen hat und dass das immer noch besser ist als nichts. Ja, das ist ungefähr so, als würde man einem behinderten Kind sagen, ja, guck, schau, du bist zwar behindert, aber hey, immerhin bist du dafür hässlich. Niklas Bayern-Fan feiert meinen Humor und das, obwohl ich Dortmund-Fan bin. Ja, vielen Dank dafür, aber du hast da das mit 2S geschrieben, obwohl es nur mit einem hätte sein sollen. Und was soll ich sagen, typisch Bayern-Fan halt, ne? Ja, KanonenTV klärt uns an der Stelle mal auf und sagt, für alle, die es nicht wissen, beim Spiel Bremen-Wolfsburg hat es unnormal viel geregnet und der ganze Platz ist fast weggeschwommen und deshalb die Szene mit dem Wasser. Vielen Dank dafür, weil mir war selbst nicht bewusst, dass ich die Szene deshalb ausgewählt habe. Bratwurst-Uvo sagt, dass ich den Satz bitte einmal am Ende beenden soll. Pete me up, check das mit dem Bundesligaspieltag nicht. Was daran? Jeremy Grothoff fragt mich, was ich glaube, wer am Ende absteigt. Ja, Paderborn, aber Leute, denkt immer dran. Es ist Paderborn ist Nummer 1 für mich. Ne? Mr. Harry Potter höchstpersönlich sagt, dass wir den Stimmungsclip inzwischen wirklich alle kennen. Ich glaube nicht. Krico, Kriko, whatever, sagt, dass das Stimmung am Anfang auch ganz gut zu Wolfsburg, Red Bull oder Hoffenheim passt, wenn es keine Geisterspiele gibt und damit hat er auch vollkommen recht. Joel Weinberg fragt mich, wie lange es eigentlich immer dauert, bis ich die passenden Clips finde und zusammenschneide. Ist echt immer gut gemacht. Erstmal vielen Dank und es dauert immer unterschiedlich. Manchmal habe ich, wenn ich schon Bundesliga gucke, eine passende Idee, manchmal halt nicht. Aber ich würde mal sagen, so in der Regel 2 bis 4 Stunden. Zum Ende hin möchte ich mich nochmal bei allen bedanken, die meinen Content loben, die auch sagen, dass meine Videos echt gut sind, aber auch bei allen, die sagen, hey, da ist noch Verbesserungspotenzial, die mir konstruktive Kritik zukommen lassen und stellvertretend dafür möchte ich diesen Kommentar hier einblenden. Und das war's auch schon mit dieser Folge, eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Nebenkanal, da gibt's mehr davon und bis zum nächsten Montag, da gibt's wieder Bundesliga-Portrait bei SpongeBob, wünsche ich euch wie immer